Na du? Ich mag die Schrotflinte. ja, die Schrotflinte ist mir irgendwie tausendmal lieber als das ganze andere Zeug. Aber hier... Wobei... Wow. Ruhig. What just happened? Wow. Da standen vor ein paar Sekunden noch Gegner und dann puff, waren sie einfach auf einmal alle nur ein Fleischklotz. Haufen. Ja, es ist mehr ein Haufen. Wow. Ich habe gar nicht mal so viele Raketen, das finde ich nicht so schön. Gibt's da drüben ein Secret? Nö, gibt's nicht. Okay. Ich habe noch keine Keycard, hier komme ich auch noch nicht lang. Ja, okay. Oh, und dann auch dieses kurze Zischen, wow. Ich meine, klar, für die halt, ich meine, ich bin selbst noch relativ jung, gebe ich zu, und ich bin keiner, der halt gelebt hat, als NES noch wirklich populär war. Aber ich hab's halt alles gespielt, und für die Leute, die, sag ich mal, diese alten Spiele nicht gewohnt sind, diese alten, etwas retro klingenden Soundtrack, die das nicht gewohnt sind, können es wahrscheinlich gar nicht so richtig nachvollziehen, aber ich liebe diesen Klang. Für mich ist das einer der geilsten Soundtracks. wow. Das klingt so cool. Ich hab grad einen echten Eargasm. Das hätte ich nicht tun sollen. Nein, nicht schon wieder. Nicht schon wieder. Oh, warte. Oh, thanks God. Thank God. Ich dachte gerade echt, ich wäre am Arsch. Wow. Ich muss echt mehr aufpassen. Ich bleib bei der Schrotflinte. Oder ich bleib bei dem Ding. Möchte ich auch mal benutzen. Aber ja, heutzutage ist es ja nur so epische, richtig epische Chormusik, die ich übrigens echt auch echt toll finde. Ich meine, wenn man zum Beispiel Skyrim spielt und da geht es im Hintergrund einfach nur Duvakin, da-da-dam-dam-dam-dam, da denke ich echt, wow, das ist geil. Vor allem, wenn man da gerade einen Drachen besiegt. Aber ich weiß nicht, das hat so seinen Charme. Ich finde, die Musik, die gerade läuft, die wäre mir tausendmal lieber in irgendwelchen Horror-Games als irgendwie actionreiches Elektro-Synthie-Rock-Zeug. Da ist mir das hier viel lieber. Was halt einfach noch... Das klingt richtig verpixelt. Versteht ihr, was ich meine? Wahrscheinlich nicht. Na gut. Ich glaube, da geht's nicht lang. Ach ja. Doom ist ein tolles Spiel. Also, ja, Doom selbst habe ich noch nie gespielt, aber halt die ganzen anderen Spiele so aus dieser Generation. Kommt. Vor allem Quake. Ich liebe Quake. kommt mal hoch hier. Ich möchte nicht nach unten gehen und dann nur von euch niedergemetzelt werden. Das Risiko möchte ich nicht eingehen. Gib mal kurz. Da ist keiner mehr. Aber da. Okay. Gotcha. Okay. Wow, guckt euch an. Bam. Alle auf einmal. Oh, hey. Oh, hi. Wie geht's? Didn't even notice you. Und euch auch nicht. Gott verdammt, was ist hier los? Lasst mich hier durch. Wow. Wo kamen die gerade alle her? Wow. Okay. Chillt mal ein bisschen. schnell hier rüber. Na gut, du rapest mich jetzt eh. Aber mal so richtig. Ach komm, geht doch mal alle weg. Ich möchte dich rot finden da drüben. So, und erstmal weg von den Imps. Also, wenn man einmal gestorben ist, dann ist man echt am Arsch. Wenn dann die ganzen Gegner am Anfang auf einen zugestürmt kommen und man kaum was machen kann, außer mit seiner Pistole. Also, außer die Gegner mit seiner Pistole anzupieken. Was anderes ist das ja gar nicht. Man piekst die förmlich. Ich glaube, die spüren das gar nicht, die hier. Wenn die mit einer Pistole anschießt. Für die ist so ein... irgendwas hat mich da gerade berührt. Ach, da drüben war ein Fass. Okay. Jetzt verstehe ich das auch, warum die sich da alle in die Luft gesprengt haben. Die haben wahrscheinlich einfach das Fass getroffen. Schon wieder. Oh, wow. Wow.
Das ist echt schwer zu erklären, aber während ich dieses Spiel spiele, fühle ich mich einfach nur gut. So neuere Spiele, die finde ich auch manchmal echt langweilig. Zum Beispiel, ich habe vor kurzem Fallout geholt, das ist ja auch von Bethesda, Machern von Skyrim. Fallout New Vegas. Es ist ein echt cooles Spiel und alles, aber es ist irgendwie langweilig. Das ist so komplex, da muss man so viel erstmal kennenlernen, da ist so viel Zeug, was man alles gar nicht braucht. Aber wenn man halt sowas spielt, da wird man einfach ins Spiel geworfen, wird reingeworfen und dann sagt das Spiel so, ja, wir hoffen, du hast das Handbuch gelesen, wenn nicht, Steuerung darfst du gerne selbst austüfteln. Und sobald du die Steuerung raus hast, schön. Viel Spaß, wir stellen dir keine Grenzen, du bist sowas von am Arsch. Wenn du das Spiel noch nicht verstanden hast, wir werden dir auch nicht helfen. Aber es ist halt verdammt cool. Es macht einfach unglaublichen Spaß. Einfach nur mal zu spielen, das ist auch jetzt gar nicht alles so groß, es ist einfach nur klein und macht Spaß. Oh, ich labe jetzt die ganze Zeit so, ne? Ihr müsst echt denken, ich habe so einen Nostalgia-Boner gerade, aber nee, keine Angst, so bin ich nicht. So ganz seltsam bin ich auch nicht. Ich frage mich manchmal echt, was die Leute auf YouTube denken, wenn die sowas schreiben wie, oh, I just got a boner from that video. Denken sich, wollte ich nicht wissen? Das ist schön. Aber naja, bam und bam und bam. What, da unten ist doch eh gleich die Kacke am Dampfen, wenn ich nicht aufpasse. Ist sie jetzt schon? Oh Gott. Oh Gott, so viele von diesen Bulls. Also ich nenne die jetzt wirklich einfach so. Ist mir egal, wie die wirklich heißen. Für mich sind das Bulls. Oder Demons. Nee, Demons waren die andere. Hellbarons oder wie die hießen. Ah, ich möchte die alle von hier oben töten. Ich möchte vorsichtig sein. Wow, da stand er gerade vor mir. Hatte ich doch ein bisschen Angst. Ich bin vorsichtig. Ich möchte erstmal ein bisschen was erleben, bitte. Ich gehe da jetzt nicht runter, weil da geht's dann wirklich richtig los, sobald ich da runtergehe. Aber ich möchte auch nicht speichern. Nein, das gönne ich dem Spiel nicht. Das gönne ich dem Spiel einfach nicht. Ich pack das. Ich krieg das hin. Ah, Secrets. Okay. Was, da drüben gibt's bestimmt auch ein Secret. Ich habe nur die falsche Wand angepokt. Mit A. die Wand. Anscheinend will das nicht. Okay, hier gehen gleich die Wände auf. Und weg hier. Einfach nur weg hier. Wow. Okay. Okay, es läuft schon besser als vorher. Auch wenn jetzt gleich wie diese unsichtbaren Bulls ankommen und mich total fertig machen wollen. Was mir echt nicht gefällt. Wow. Es ist so schwierig, aber es macht so Spaß. Sowas habe ich lange nicht erlebt. Mann, ich muss mal wieder meine alten Lieblingsspiele spielen. Alle. Gleichzeitig. An einem PC. Beziehungsweise an einer Konsole. Je nachdem, was sie für eine Konsole brauchen. Oh, Medkit. Please. Please. Need more Medkits. Komm, geh auf. Hä? Huh? Okay. Akzeptiere ich. Na, hi! Ich bin gleich wieder weg. Keine Angst. Euch störe ich nicht. Ihr könnt gern eure Party feiern. Ohne mich, bitte. Oh, wow. Wow. Jetzt habe ich schon meinen Hazmat-Anzug hier. Ich möchte bitte das Leben da drüben haben. Beziehungsweise Armor. Ja. Armor möchte ich haben. Armor, Stein und Eisen bricht. Oh Gott, nein. Jetzt fange ich noch mit Schlagern an. Es ist definitiv schon zu spät. Zu spät für Let's Plays. Wenn der Let's Player anfängt, Schlager zu singen. Okay, hier geht's noch weiter durch, oder? Nicht? Okay. Ich hätte mir jetzt aber echt gewünscht, das wäre Leben gewesen und keine Armor. Weil ich bin gerade schon wieder fast tot. Ich brauche Medkits. Oh, guckt euch den Sprite an, der blutet überall, ich finde das so cool. Ich habe das Level doch schon fast geschafft, oder? Ich suche aber jetzt noch ein bisschen nach Medkits. Ich brauche Medkits, unbedingt. Wenn ich jetzt sterbe, muss ich nochmal alles von neu machen. Aber, ja, ne, damals, wenn man stirbt, ist man gestorben. Dann ging's nochmal von vorne los. Bin froh, dass bei Doom wirklich keine, dass bei Doom unendlich Continues gibt.
Weil sonst, wenn man hier nur ein paar Mal sterben dürfte und dann nochmal komplett von vorne anfangen müsste, nein. Nein, das würde keinen Spaß machen. Also, unendlich Continues macht Spaß. Wenn man stirbt, am Anfang der Stage wieder ist, dann macht das echt Spaß. Aber wenn man ein paar Mal stirbt und dann das Spiel nochmal neu anfangen muss, das ist dann echt einfach nur Pain in the Ass. Aber mal so richtig. Wow, 25 HP. Please don't hurt me. Ja, ich hätte auf Please don't hurt me spielen sollen. Ja, hier gab's noch Medkit. Hab ich nicht vergessen. Oh Gott, ich höre dich in der Wand. Oh, ich hab Angst. Was habe ich denn so alles? Nur eine Schrotflinte, okay. Please do not hurt me. Oh, die haben mir gar nicht mal was angetan. Okay. Ich mag ja eigentlich die Shotgun-Guys nicht so sehr, also diese Shotgun-Zombies, weil deren Projektile fliegen nicht, so wie die von den Imps. Ich glaube, ich werde von den Imps auch ab und zu getroffen, aber halt nicht so oft. Muss ich einfach nur in Bewegung bleiben, da treffen die mich nicht. Auch wenn sie halt trotzdem verdammt gefährlich sind. Vor allem, wenn die jetzt so, so zahlenreich auftauchen. War das richtig? Ich glaube schon. Wenn nicht, ihr wisst, was ich meine. Ich meine, viele Imps, viele Gegner sind sowieso gefährlich, aber viele Imps, wow. Die machen halt auch viel mehr Schaden. Wobei, nee, die Shotgun-Guys, die machen sehr viel Schaden. Die machen sowieso alle viel Schaden, jetzt auf dem Schwierigkeitsgrad. Ah, oh mein Gott, wo kommst du her? Stay away. Stay away, I said. I got a shotgun.